Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modellsmann Fitchen TV. Heute gibt es das Unboxing der Märklin Drehscheibe. Hier ist das schöne Stück und gleich seht ihr, wie die aussieht. Viel Spaß! So, ich habe die Drehscheibe jetzt ausgepackt. So sieht sie aus. Ich finde, die sieht sehr schön aus. Auch hier die Trittgitter sehen sehr gut aus. Unter der Drehscheibe ist einmal die Garantiesache. Garantiebescheinigung und hier unter war die Schablone, die habe ich schon mal eben ausgepackt. Und dann sind hier noch zwei kleine Tüten, einmal mit Bahnwäschung für die Drehscheibe, die man hier einbauen kann. Und dann sind hier auch noch die Winkel zur Befestigung der Drehscheibe auf der Platte. Und da gehen wir gleich bei. Und hier habe ich schon mal den Mittelpunkt ausgemessen. Da ist dann der Mittelpunkt der Drehscheibe und hier muss das dann auch ausgesägt werden. Und hier die zwei Muster, da sollen dann die Lokschuppen hin und das seht ihr gleich, wie das hier aussehen. Viel Spaß! Das Loch ist fertig gesägt. Ich habe das eben schon mal ein bisschen in die Kanten geschliffen. Und jetzt kommt gleich die Drehscheibe rein zum ersten Probesitzen, sage ich mal. Gucken, ob das alles passt. Und das wollen wir jetzt gleich mal überprüfen. So, das war das Unboxing-Video der Drehscheibe von Märklin. Die Drehscheibe habe ich von Spiel und Sport in Buxtehude gekauft. Ein sehr schönes Unternehmen. Gerne mal auf die Internetseite gucken. Und im nächsten Video zeige ich euch die Funktion und wo ich denn die Lok drauf fahre. Viel Spaß und schaut euch das nächste Video an. Euer Modellsmann Fitchen TV.